meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Eva und heute habe ich für euch den Nicea Adventskalender. Und wenn ihr wissen wollt, was da drin ist und auch so gespannt seid wie ich, dann bleibt doch gerne einfach dran. Ja Leute, das war ja wirklich ein Schnapper. Ich habe mir den Kalender bestellt, der war reduziert. Ich meine von 100 Euro, ich bin mir jetzt aber gerade nicht mehr sicher, auf 29,90 Euro. Und dann gab es ihn nochmal für 19 Euro. So, hatte ich euch auch alles auf Instagram gepostet. Wenn mir da noch nicht folgt, macht es sehr gerne. Ich sitze jetzt hier gar nicht so weiter unten, weil der Kalender ist so groß. Aber ich glaube, ich muss den ein bisschen runterstellen, weil sonst kann ich die Türchen gar nicht aufmachen. Ne? Also irgendwie, ja, muss ich vielleicht meine Kameraeinstellung noch mal ein bisschen ändern. So, jetzt geht's weiter. Also, ich habe hier auch nochmal, ich glaube, dass Nicea auch zu Brandnuss gehört. Zumindest mal sehe ich hier in dem Flyer, dass die auch eine monatliche Box haben. Ja, sieht ganz interessant aus. Kann man sich ja mal anschauen. Die würde kostet ab 15,90 Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwie, da gibt es auch wohl Influencer-Boxen. Okay, Themen und Influencer-Boxen. Da muss ich mich mal schlau machen. Ja, das Motto von diesem Kalender ist Ho, Ho, Ho. Und der ist wohl mit dieser Josephine, ich weiß nicht, wer das ist, und Nicea zusammen gemacht worden. Hier stehen auch noch ein paar Sachen dabei, dass man sich was gönnen soll, dass da 26 Türchen sind und dass der Kalender so groß ist. Und ja, dass sie eben mit Kolleginnen und von Nicea die Sachen eben ausgewählt hat, mit viel Liebe und Sorgfalt. Und ja, sie hofft auf viele Überraschungsmomente. Also, wir schauen einfach mal rein. Ich muss mal gucken, wie ich das hier anstelle. Ich glaube, ich stelle den mal kurz hier hin. Ich muss den hier ein bisschen abstellen und muss jetzt erstmal gucken, wo die Nummer 1 ist. Und das ist wirklich sehr, sehr groß. Ja, also in Türchen Nummer 1 ist auch wie beim Brandnuss-Kalender. Oh, dieses Stroh da drin, muss ich euch ehrlich sagen, das nervt mich so ein bisschen. Jetzt habe ich auch die Karte hier verloren. Oh Gott. So, jetzt. Also das Stroh kann man irgendwie auch mal weglassen. Hier haben wir ein Türchen Nummer 1 von Seeberger gebrannte Mandeln mit 150 Gramm. Das finde ich echt schön. Ich mag Seeberger, ich mag auch die Nüsse davon. Ich finde, irgendwie schmecken die Nüsse da besser. Ich weiß nicht warum. Es ist zwar teurer, aber vielleicht haben die eine andere Auswahl, ich weiß es nicht, ob es da auch verschiedene Sorten gibt, ich habe keine Ahnung. Und es gibt wohl auch, genau, das ist jetzt eine limitierte Edition, steht hier hinten drauf. Die gibt es auch anders zu kaufen als im normalen Design. Und die kosten 4,79 Euro. Boah, 4,79 Euro. Gebrannte Mandeln, der Duft einer frisch geöffneten Tüte entfaltet festlich und sauber. Sie verkörpern den Weihnachtsmarktcharme, die knusprigen, süßen Köstlichkeiten, wecken Erinnerungen an bunte Lichter, lachende Kinder und das Drehen des Karussells. Ein genussvoller Moment voller Erinnerungen. Ja, sehr schön. Also Türchen Nummer 1 waren jetzt hier gebrannte Mandeln. Fängt ja schon mal gut an. Ich hoffe ja auf ein Türchen, wo der, Spoiler, Achtung, der Dino drin ist. Ich hoffe es. Weil ich habe schon gesehen, dass manche da wohl irgendwie eine vegane Variante hatten und, und. Also, ich hoffe, dass es da nur eine Sorte gibt. Ich hasse es, wenn die da anfangen, Sachen zu verändern. Oder auch in Boxen, wenn es da dann immer verschiedene Varianten gibt. Ach, bitte doch, bitte für alle das Gleiche und gut. Ich mag das nicht. So, Türchen Nummer 2. Da haben wir von Just Spice ein Lebkuchengewürz. Das finde ich ja auch schön, gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Da riecht ein bisschen was raus. Also ich muss sagen, finde ich ganz gut. Ist auch noch länger haltbar bis zum 30.05.25. Finde ich gut. Denn ich wollte auch ganz kurz was sagen. Wenn ihr euch den Yummy-Kalender gekauft habt von Brandnuss oder einen anderen Kalender, wo ihr wisst, da ist Margarine drin. Ich habe bei meinem anderen Kalender die Margarine schon raus, weil mir jemand gesagt hat, bei der Person war die Margarine schon etwas flüssig. Ne? Also da muss man echt aufpassen. In so einem Fall auf jeden Fall Brandnuss anschreiben. Meine war noch in Ordnung, aber ich habe die jetzt raus. Ich habe die auch schon benutzt, weil die ist in Türchen, ich sage es jetzt, wo es drin war, ich glaube Nummer 10 drin und ist bis Ende Dezember haltbar. Also wie schnell soll man die bitte verbrauchen? Deswegen habe ich die jetzt schon raus, damit wir sie aufbrauchen, weil
so schnell verbrauche ich die halt einfach nicht. Ne? So, dieser Gewürzmix darf in keiner Weihnachtsbäckerei fehlen. Alle Zutaten, Aromen sind hier dabei. So gelingt auch der Lebkuchen und die Weihnachtsstimmung. 4,99 Euro. Ja, ein sehr schönes Produkt. Ja, kann man auf jeden Fall gebrauchen. So, Türchen Nummer 3. Wo bist du? Da. Jetzt wieder ein großes Türchen. Oh, ich glaube, ich habe Glück mit meiner Auswahl. Da haben wir von Lilly Do Kids 20 Feuchttücher für Gesicht und Hände. Also ich kenne Lilly Do nur als Windeln. Klar haben die auch Feuchttücher. Da kann man, glaube ich, so ein Abo abschließen oder so. Und dann kriegt man da immer Feuchttücher oder beziehungsweise Windeln zugeschickt. Da muss man die nicht mehr kaufen, aber die sind schon teuer. Also finde ich schon. Deswegen, ja, kaufe habe ich die. Ich habe da, glaube ich, mal eine Probepackung mal gehabt und habe die mal ausprobiert. Also nicht an mir, sondern am Kind. Ja, muss man für sich selbst. Sind nicht schlecht, aber ich kaufe die jetzt nicht. Also das finde ich aber trotzdem gutes Produkt. Kann man ja auch verwenden, um Swatches zu entfernen oder so. Also finde ich ein gutes Produkt. Kann man auch unterwegs mitnehmen. Kostet 1,70 Euro. Sind 20 Stück drin. Genau, finde ich gut. So, dann Nummer 4 ist ein etwas kleineres Türchen. Oh, was haben wir hier drin? Muss ich gerade mal schauen. Hier haben wir von Nucao Roasted Hazelnut. Oh, cool. Oh, die sind lecker. Und zwar, das sind so Haselnüsse mit Schokoladenummantel. Oh, das sieht bestimmt lecker aus. Ist auch vegan. Es gibt davon entweder Salted Peanuts oder Salted Almond. Gibt es auch noch. Und ich habe jetzt halt Haselnuss. Also das da könnt ihr sehen, das gibt es auch noch. Kostet 2,99 Euro und sind 70 Gramm drin. Boah, also für 2,99 Euro würde ich mir das kleine Tütchen hier nicht kaufen. Muss ich echt sagen. Das wäre mir auf jeden Fall zu teuer. Ja, dann kommen wir zu Türchen Nummer 5. Wenn ich es finde. Oh, so ist das, ne? So, Türchen Nummer. Aua. Oh, mein Finger. Türchen Nummer 5. Yay! Ah, oh, zum Glück, zum Glück. Leute. Und zwar ist in Türchen Nummer 5 von Schleich ein Dino drin. Yay! Also da freue ich mich sehr drüber. Denn ja, für Kinder ist es natürlich ein super tolles Geschenk. Und da freue ich mich, dass ich den drin habe. Das sieht ja auch wirklich sehr echt aus und sehr angsteinflößend. Auch das Auge da drin. Also ich muss euch das mal nah zeigen. Vielleicht könnt ihr das sehen. Wartet mal, ich mache mal hier die Karte so davor. Also das sieht schon sehr, sehr nah aus. Ne? Sonst sehr echt. Schon sehr echt, kann immer reden. Also finde ich schön, da freue ich mich, dass ich den drin habe. Hier gibt es auch noch einen Rabattcode, der ist vom 1.12. bis 24.12. in diesem Jahr noch gültig mit 15%. Der kostet 12,99 Euro. Finde ich gut. Allein für das hat sich schon gelohnt. Jetzt geht gerade mein Akku leer. Ich muss kurz mein Ladekabel holen. Gleich. So, es geht weiter. Was passiert auch nur mir während dem Video drehen, ist schon klar. So, wir waren jetzt bei Türchen Nummer 5. Jetzt kommt Nikolaus. Türchen Nummer 6. Was haben wir hier Gutes drin? Wir haben hier von Naturata eine Ghana Vollmilchschokolade mit 35% Kakao, mehr als Bio. Okay, das sieht auch lecker aus. Also ich hatte schon mal ein paar Schokoladen von denen. Finde die eigentlich gar nicht schlecht. Sind 100 Gramm, kostet 2,99 Euro. Ja, ist eigentlich eine sehr hochwertige Schokolade, würde ich mal sagen. Ich muss halt sagen, so diesem Fairtrade-Zeichen finde ich ein bisschen schwammig. Weil ich habe da schon viele Reportagen gesehen, was ich sehr, sehr schade finde, dass bei vielen Sachen, wo halt Fairtrade draufsteht, das oftmals so ein bisschen nicht ganz so ist, wie man sich es vorstellt. Ne? Sagen wir es mal so. Aber gut, trotzdem tut es der Schokolade ja keinen Abbruch. Finde ich echt wirklich sehr gut. Stammt aus dem Osten Ghanas. Dort baut die landesweite erste Bio- und Fairtrade-zertifizierte Kleinbauer-Kooperative vorwiegend Voras Terro Kakao für diese cremige Vollmilchschokolade an. Okay, war ein besonderer Kakao wahrscheinlich. Ja, da kenne ich mich jetzt nicht aus. Aber ja, schon mal sehr schön. Ja, genau. Also Türchen Nummer 6. Jetzt sind wir bei Türchen Nummer 7. Das ist auch wieder hier so ein kleineres. Ach, mein Träger rutscht. So, schauen wir jetzt einfach mal rein. Was haben wir hier drin? Uiuiui.
Immer dieses blöde Stroh, ich sag's euch. Ich krieg nicht die Krise. Oh. Da hat man hinterher immer so viel Zauberei. Also das finde ich auch sehr schön. Da haben wir von Rausch Weihnachtsfiguren aus Edelschokolade. Es sind 5 Stück drin. 2,50 Euro kostet das Ganze. Ho, 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 freu dich auf Weihnachten mit diesen Weihnachtsfiguren von Rausch. Der Weihnachtsbaum als dunkler Edelkakao-Schokolade, Weihnachtsmann aus heller Edelkakao-Schokolade. Muss man das doppelt schreiben? Kann man nicht schreiben, der Weihnachtsbaum und Weihnachtsmann? Egal. Ist ein Genuss, entdecke die Aromavielfalt kostbaren Edelkakaos. Ideal auch zum Teilen mit deinen Liebsten, sowie als festliche Tischdekoration. Okay, hier steht noch was zum... Ja, zu der Firma. Und 5 Weihnachtsfiguren, a 10 Gramm, wie lange die auch haltbar sind, steht auch dabei, ist auch aus Berlin, also finde ich auch sehr schön. So sieht das Ganze einmal aus. Zeige euch jetzt mal hier so eine, also wir haben hier ein Nikolaus und ich habe hier 4 Tannenbäume, also die sind alle gleich, ne? Also sind alle gleich, ja. Ich finde, da hätten wir auch irgendwie eine glatte Zahl reinmachen können, entweder 6 oder 4. Oder man hätte einfach das vielleicht ins Türchen Nummer 6 reinpacken können. Aber ist egal. Ich will mich hier nicht beschweren. Alles gut. So, jetzt kommen wir ins Türchen Nummer 8. Das ist ganz unten. Oh Gott, Leute, ich sag's euch. Da ist so viel Stroh drin. Ich glaube, das nächste Mal brauche ich hier erstmal einen Müllbeutel. Oh. So, was haben wir hier? Hier haben wir ein Kukumis, was ist das? Sophisticated Drink. Oh ne, das ist ein Gurkenwasser, oder? Das Hamburger Original und Deutschlands erstes Erfrischungsgetränk mit Gurkengeschmack. Mit natürlichem Mineralwasser, nachhaltig produziert. Oh nein, überhaupt nicht mein Ding. Also das wird weiter wandern, das ist nicht meins. So Geschmack mit Gurke, oh. Eine ausgeklügelte Rezeptur, qualitativ hochwertige Grundzutaten, ein zeitloser Auftritt. Kukumis ist angekommen, um zu bleiben. Vor allem ist es mehr als ein Durstlöscher, ein toller Speisenbegleiter oder als Longdrink mit Gin. Okay, 330 ml, 1,50 Euro. Nee, ist nicht meins. Nee, das ist nicht meins, muss ich sagen. Wir gehen mal ins Türchen Nummer 9. So, Türchen Nummer 9, was haben wir hier? Was ist das denn? Was ist das denn? Ehrlich jetzt? Hier kannst du Mama und Papa zeigen, wie ihr die Reflektoren anbringen könnt. Okay. Ach so, okay. Ach, das sind so Reflektoren, die kann man ans Fahrrad dran klicken, ne? Hier sieht man das auch und dann an die Speichen und dann hat man hier so ein bisschen, ja, dass man halt besser erkannt wird. Kunterbunte Speicherreflektoren für coole Kids. Kosten 6 Stück drin, kosten 4,99 Euro. Ja, okay, gut. Aber was ich jetzt hier wirklich sagen muss, jetzt hat man hier 6 solche Dinger. Außer man macht von jeder Farbe 1 an einen Reifen und dann das andere an den anderen. Aber irgendwie hätte ich es cool gefunden, wenn sie wenigstens 2 Päckchen reingepackt hätten. Dann hätte man halt mehr drauf machen können. Aber gut, egal. Ist nicht so schlimm. So, wo waren wir denn jetzt? 9. Jetzt können wir bei 10. 10 ist hier oben. Wieder was Großes. Wieder ein Haufen Stroh. Oh, ich sag's euch, dieses Stroh. Ich wollte noch dazu sagen, dass ich auch gesehen habe, dass der Inhalt, wie gesagt, variieren kann. Deswegen kann es sein, dass ihr vielleicht andere Sachen drin habt wie ich. Hier haben wir von Plant Magic Co. ein Almond Drink mit Chai, Matcha und Ginger. Wie kann man sowas da reinpacken? Leute, klar, es ist ein Food-Kalender. Aber oh, das mag doch auch nicht jeder. Also das ist was, wird bei mir wahrscheinlich auch weitergehen, weil das überhaupt nicht mein Fall ist, sowas, ne? Oh, kostet 2,49 Euro und 330 ml, ist auf Mandelbasis, ohne künstliche Zuckerzusätze, 100% bio-vegan, mit Ingwer, Masala, Gewürzmischung. Ne, ist überhaupt nicht meins. Also das wird weitergehen, da gibt es aber auch mehrere Sorten davon und hier noch ein QR-Code zum Scannen, falls ihr da noch was irgendwie wissen wollt. Also das ist auch sowas, wo bei mir weitergeht. So, dann Türchen Nummer 11.
Türchen Nummer 11 haben wir hier eine Karte und ein kleines, ehrlich jetzt, okay, wir haben von Jungglück eine Probe, das ist ein Vitamin C Serum, das ist hier so eine Probe mit 5 Millilitern. Ich weiß, hier ist noch ein Rabattcode dabei, da kann man 10% sparen, auch vom 1.12. bis zum letzten 12., also bis zum 31., nee, bis 31.01.24 sogar. Ich weiß, dass man die auch bei Jungglück so kaufen kann und die kosten tatsächlich 3 Euro, ich weiß. Finde ich aber nicht schlecht, weil so hat man einfach mal länger die Möglichkeit, ein Produkt zu testen. Da gibt es auch noch so ein, was ich halt auch irgendwie doof finde, dass man das extra kaufen muss, dass sie sowas einem nicht dazulegen. So ein Pumpteil kann man da mitbestellen, dann kann man das nämlich da reintun, dann kann man das schön austesten, so ein Vitamin C Serum. Finde es gut, weil manche haben ja echt auch Probleme mit der Haut. Und auch um Sachen irgendwie auszutesten. Ne? Dann kann man einfach mal das, was einen interessiert, mal in Proben erstmal bestellen, weil die Marke ist ja nicht so günstig, sage ich jetzt mal, aber auch nicht so teuer. Also es ist so, ja, kommt halt drauf an, was man sich kauft, aber dann kann man es erstmal ausprobieren und sagen, ist das was für mich oder nicht, und dann kann man es sich sein groß bestellen. Ja, oder man bestellt sich halt immer wieder die kleinen Flaschen, kann man ja auch machen. Finde ich jetzt nicht schlecht, finde ich okay, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Dass der Kalender so teuer normalerweise ist, muss ich euch ehrlich sagen. Also ich finde jetzt bis jetzt mal noch nicht, dass es den Preis gerechtfertigt ist. Also klar, den Preis, den ich bezahlt habe auf allemal, dafür ist es okay. Aber der Originalpreis, ich finde klar, Lebkuchengewürz ist okay, das Naschen ist okay, die Schokolade ist okay. Das ist auch okay, ja, das kann man auch gebrauchen. Aber das ist zum Beispiel für mich jetzt nichts. Also gut, sind nur ein paar Sachen dabei, die ich gut finde, aber... Es ist jetzt auch kein Wow-Produkt bis jetzt. Ne? Wir schauen jetzt einfach mal weiter. Hier unten ist die Nummer 12. Und in der Nummer 12 haben wir, was haben wir hier? Von Lisas Bio Kessel Chips. Oh, gegrillte Paprika. Mit nur natürlichen Zutaten. Ist auch von Bioland und vegan. Finde ich sehr schön. Ja, finde ich gut. Schön, dass das Datum bis zum 10.03.24 gehen, dass die wohl glauben, dass die so lange halten. Ja, also die werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Finde ich sehr schön. Da gibt es noch andere Versionen davon. Eins von drei hat man dann drin. Also es gibt noch welche mit Meersalz oder mit Rosmarin und Meersalz oder Meersalz. Genau. Oder Paprika. Bin ich froh, dass ich Paprika drin habe. Muss ich sagen, gut, Salz wäre jetzt auch okay gewesen. Kosten 1,69 Euro, sind 50 Gramm drin. Die anderen Sorten gibt es halt auch noch. Ja, finde ich okay. Das ist ein Produkt, was ich in Ordnung finde, weil die kenne ich auch noch nicht. Dann kann man das mal ausprobieren. Übrigens, von dieser Nukao-Marke hatte ich auch schon mal Schokolade. Ja, finde ich eigentlich ganz gut. So, jetzt sind wir gleich bei der 13. Oh, was haben wir hier? 13, das habe ich, glaube ich, auch schon gesehen bei jemandem. Da haben wir aus... Clarissa Kork, Korkglasuntersetzer. Okay, von Clarissa Kork. Das sieht einmal so aus. Und da hinten so. Haben wir zwei Stück. Okay, kosten 6,90 Euro. Okay. Okay, nur das Beste fürs Weihnachtsdinner. Zwei Stück. Glasuntersetzer aus noblem Korkleder in der Farbe Natur. Sorge für schlichte Akzente auf deinem Esstisch. Egal ob bei Weihnachtsdinner, Abend mit Freunden oder im Alltag der Familie. Mit der Familie, okay, gut. Also, ja, es ist Kork, es ist schlicht. Kann man gebrauchen. Aber die gefallen mir irgendwie nicht. Ich weiß noch nicht, okay. Vielleicht kann man sowas ja auch, wenn man es nicht als Untersetzer nimmt, kann man sie vielleicht auch zum Basteln benutzen oder kann was irgendwie damit basteln, damit jeder, damit jemand, keine Ahnung, vielleicht, man muss ja nicht kaputt schneiden, aber man kann ja vielleicht irgendwie, was weiß ich, was wo draufkleben oder so. Mal gucken. Keine Ahnung. Ja, so, wo sind wir? Bei der Nummer 14. Ja, die 14 ist hier unten. Aua. Die 14. Okay. Aber warum nur so ein kleines? Ach, schade. Hier haben wir von Superstreusel auch eine Probe. Lustig, lustig, tralalalala. Finde ich nicht schlecht. Also ich muss sagen, da habe ich auch schon ein paar Influencer gesehen, die für die Firma Werbung machen. Das sind 20 Gramm, kostet 1,75 Euro. Ja, ich weiß nicht. Da hätte man doch aber auch lieber so ein Dösel reingemacht und dann hätte man einfach so ein Döschen in der Hand gehabt. Finde ich jetzt besser wie so eine Probe.
Ja, man kann dann hier hinten auch noch ein Rezept sich aussuchen. Da könnt ihr auch mal scannen. Ne? Kann man sich dann ein Rezept runterladen. Finde ich jetzt per se nicht schlecht. Sind auch tolle Perlen drin. Da gibt es auch wohl so Backfarben und so Kram. Also die haben wirklich anscheinend eine gute Auswahl, aber halt ein bisschen teurer. Wenn man aber viel backt und das gerne macht, jetzt gerade zur Weihnachtszeit, finde ich es passend in dem Kalender, muss ich sagen. Also ich finde es okay, es passt zur Weihnachtszeit, aber ich hätte mich jetzt mehr über ein Döschen gefreut, muss ich sagen, mal ganz ehrlich. Ich habe ja gesehen, der kostet normalerweise 100 Euro. Also für 100 Euro hätte ich da jetzt eine Full-Size-Größe erwartet. So wie mit dem Gewürz, so ein Dösel, wo da wirklich eine Full-Size-Größe drin ist. Ich meine, für den Preis, den ich bezahlt habe, okay, aber für das bin ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. So, dann die Nummer 15. Gerade mal gucken, da ist schon hier die Tür kaputt. Ja, da haben wir was drin und zwar von DM Planet B, eine Cremedusche mit Blaubeeren und Mandelkern, kostet 5,49 €. Das kenne ich auch schon. Das war, glaube ich, mal in der Pinkbox drin. Genau, sind 75 ml drin. Ist eine Cremedusche, die ist auch vegan, die zieht schnell ein. Was steht hier? Empfindliche Pflegecreme. Okay, hier steht zwar Pflegecreme, aber das ist eine Dusche. Okay. Trockene Haut. Hier steht intensive Pflegecreme für trockene und empfindliche Haut, regeneriert die gestörte Barrierefunktion der Haut. Hier steht aber, ist aber auch die Cremedusche abgebildet. Ich denke mal, dass es einfach ein Schreibfehler ist. Die reichhaltige vegane Formulierung zieht schnell ein. Mindert die entzündlichen Prozesse und wirkt rückfettend. Also irgendwas stimmt hier nicht. Also entweder schaut euch das an, hier steht auf jeden Fall Pflegecreme, aber es ist eine Cremedusche und hier ist auch eine Cremedusche abgebildet. Also da steht auch Cremedusche drauf. Nicht schlimm. Ja, ich werde es vielleicht mal testen. Ich muss mal gucken vom Geruch her, wie das riecht. Aber ich finde es jetzt kein schlechtes Produkt und ja, kann man auf jeden Fall auch gebrauchen. So, jetzt schauen wir mal weiter. Der ist schon langsam ein bisschen zerblättert, der Kalender. Die Nummer 16. Haben wir die? Hallo. Ach, die ist hier wieder unten. Nummer 16. Sag mal, das ging zweimal sogar. Oh, zweimal. Oh. Das sieht doch schon mal gut aus. Okay, haben wir zweimal. Veganer Burger, okay, proteinreich und vegan. Da haben wir ein, ich denke mal, dass es so wie Sojagranulat ist, genau, wo man dann einfach mit Wasser oder so vermischt, genau, mit kaltem Wasser vermengen, im Kühlschrank lagern und dann anbraten. Da kann man sich so vegane Burger machen. Finde ich auch cool, dass die das zweimal reingepackt haben. Ist auch bis nächstes Jahr Mai haltbar, finde ich auch gut. Sind für jeweils 75 Gramm. Zweimal 75 Gramm kosten 4,99 €, 100% vegan und eine Fleischalternative. Ja, okay, von Green Force ist das Ganze. Ja, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich glaube, ich werde es weitergeben, weil das was für mich einfach nichts ist. Ich esse gerne Fleisch und ich esse dann halt, ich probiere mich auch gerne mal aus. Ich esse auch mal sowas, aber ja, ist jetzt nicht ganz so meins, aber das ist ja nicht schlimm. Aber ich finde es nicht schlecht, finde es ein gutes Produkt hier drin. Will mich jetzt auch nicht beschweren. Also, ja, wir schauen einfach mal weiter. Weil gerade wenn jemand sowas vielleicht interessiert, dann kann man sich da einfach mal austesten, ob einem das schmeckt. Und weil ich glaube, so eine Marke habe ich, glaube ich, im Supermarkt noch gar nicht gesehen. Und dann kann man sich das vielleicht irgendwie nachbestellen. Ne? Von Mitsuba hatten wir auch schon öfters mal was in Boxen drin, in Foodboxen. Sind das so Peanut Crunchies? Sind auch scharf. Pepperoni Stärke 2 mit Wasabi. Also das wird mein Mann sich genehmigen dürfen, weil der ist so scharf. Ist auch bis Januar, Ende Januar nächstes Jahr haltbar. Kostet 1,49 €. Das ist mir zu scharf. Ich habe das schon mal probiert. Das ist wirklich, also für mich ist es scharf. Ich esse ja kein Schaf, von daher ist es für mich dann zu scharf. Aber okay, trotzdem ein gutes Produkt. Jetzt schauen wir mal, wo waren wir denn jetzt? Ich vergesse immer die Nummer. Ich sag's euch. Ja, 18 sind wir, glaube ich, jetzt, ne? Oder ja, 17 ist schon auf. Sind wir bei der 18. Oh, jetzt haben wir da auch so einen dappischen Gutschein. Ich sag's euch, Leute. Ich finde es scheiße. Ich finde es wirklich kacke, muss ich echt sagen. Den hatten wir schon in dem
Brandnuss-Kalender drin mit der Tasse drauf. Den habe ich ja auch aufgemacht. Könnt ihr mal hier auf YouTube auch schauen. Von Femtasy ist hier ein Gutschein drin. Der hat einen Wert von 8 Euro. Finde ich total blöd, ja? Weil ich das nicht mache. Und was habe ich dann von dem Gutschein? Hätten sie doch lieber da irgendwie ein Stück Schokolade oder eine Kleinigkeit reingepackt und das dazu, okay. Aber so, ganz ehrlich, da wandert in die Tonne. Das ist doch blöd. Also das finde ich wirklich kacke. Da ärgere ich mich. Also wenn ich für den Kalender 100 Euro bezahle, dann würde ich mich richtig ärgern. Und ich glaube, ich würde die Produkte alle zurück ins Türchen stecken und würde sie so zurückschicken. Ganz ehrlich, ich finde das eine Frechheit. Für 100 Euro, nein. Für den Preis, den ich bezahlt habe, okay, aber nicht für 100 Euro. Nee, finde ich wirklich blöd. Ist so, finde ich meine Meinung. So, was haben wir jetzt? Jetzt sind wir, glaube ich, hier bei der 19. Oh, wieder so ein Haufen Stroh. Ich sag's euch. Gibt die Krise. Oh, muss danach die ganz gute saugen. Die blöde Stroh hier. So, dann haben wir hier von Now Holla Blüte Bio Limo. Okay. Kostet 1,19 Euro das Ganze. Wer sagt, dass man Limo nur im Sommer trinken kann? Der Mix aus flüssiger Erfrischung und kräftigem Aroma versüßt dir auch die Tage in der Weihnachtszeit. Wie wäre es mit einer leckeren Holunderblütenlimo mit frischen Ingwerscheiben für einen angenehmen würzigen Kick? Hier kostet 1,19 Euro, 330 Milliliter. Ich muss es gerade mal gucken. Das ist Mineralwasser mit Holunderblütensirup. Okay, das finde ich okay. Da ist, glaube ich, auch kein Alkohol drin. Nee, es ist ja eine Limo. Finde ich okay. Ja, schmeckt, glaube ich, so ein bisschen wie Hugo oder so, gell? Ich glaube, Hugo heißt das Getränk. Kann man hier auf die tollen Kork Untersätze draufstellen. Genau, das wäre jetzt sowas. Kann man ja die drei Sachen, die tun wir, die, was man nicht so mag, vom Kalender, tut man da hin. Tut es einfach mit dem Kork drunter. Einfach so draufstellen. Schön Zellophan drum. Super Geschenk. Kann man auf jeden Fall verschenken. Ja, okay. Wir schauen mal weiter. Das ganze Zeug fliegt hier rum. Und der Kalender schon halber zerfällt. So, Nummer 20. Was haben wir da? Von der Marke I&M. Ein Blueberry Lip Care Lippenpflege Stift mit Shea Butter und Bärenwachs. Ist auch vegan. Ich meine, Entschuldigung, ich meine, diese Marke ist auch vegan. Vegan, natürlich ist sie vegan, aber sie ist auch, ich meine, aus Berlin, oder? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Gibt auch nochmal hier 20% Rabatt auf die Marke. Genau, beugst du vor in der kalten Jahreszeit mit Shea Butter und Kokosöl. Ja, ist ein schönes Produkt, kostet nochmal 4,40 Euro, sind 5 Gramm. 4,40 Euro, boah, finde ich schon teuer, aber gut. Ist halt das, was dahinter steckt, sage ich mal, das Fairtrade, das Vegane und. Das ist halt das, was halt, sag ich mal, das Ganze kostet. Und das kommt natürlich aufs Produkt drauf. Also finde ich ein schönes Produkt, ist okay. Ja, kann man gebrauchen. So, jetzt haben wir Türchen. Was haben wir jetzt? 21. Türchen 21 haben wir. Von Bahnhaus ein Crunchy Immun Plus mit Acerola und Johannisbeere ein Müsli. Ja, das kann man natürlich immer gut gebrauchen. Das hatte ich auch schon mal in der Box drin. Mit so trockenen Früchten. Ich weiß nicht, ob da trockene Früchte jetzt drin sind oder ob das einfach so ein bisschen, ich glaube schon, das habe ich mal mitgenommen zur Arbeit. Also ich finde es jetzt nicht schlecht. Kostet 4,29 Euro. Sind 325 Gramm. Ist auch mit Vitamin C und E und ist auch gut für die Abwehr, eben durch Vitamin C, durch diese Beeren, durch diese Acerola-Beeren, Johannisbeeren ist natürlich super gut dafür geeignet. Und ja, warum nicht, ne, mit Zink und Eisenquelle, finde ich schon mal nicht schlecht. Ja, kann man mal ausprobieren, ist auch bis nächstes Jahr Juli haltbar, ist auch vegan, finde ich super. Dann kann man auch jemanden, der vegan ist, eine tolle Freude machen, ne? So. Dann die Nummer, muss ich gucken, 22. Was haben wir da? Was ist das denn? Hoppla. Nummer 22. Ein, was ist das? Ponyhütchen, Deo-Creme, Kuscheldecke.
Sage, was ist, zeig euch das gerade mal, das hier so ein Döschen. Sage Tschüss zu unangenehmen Gerüchen an Weihnachten. Das aluminiumsalzfreie Deo ohne Konservierungsstoffe bietet nicht nur zuverlässig Schutz vor Schweißgeruch, sondern auch eine sanfte Pflege für empfindliche Haut. 50 ml, 3,99 €. Okay. Oh. Ja, riecht auf jeden Fall nicht schlecht, sieht so aus. Es riecht nicht schlecht, aber ich finde, ist das wirklich eine Originalgröße? Und das soll 4 € kosten. Boah, also das finde ich schon krass. Zeige euch das gerade nochmal. Ja, also ich weiß nicht. Okay. Ihr merkt, da haut mich noch nicht so um. So, Nummer 23 machen wir auf. Was haben wir hier drin? Oh, echt jetzt? Echt jetzt? Oh na. Von B-Skin Fresh Without Plastic. Okay, das ist so ein Teil. Das kostet nochmal 5,90 €. Ist ein Tuch mit 25 mal 25 cm. Ist eine Alternative zu, ich sag jetzt mal, Frischhaltefolie oder Alufolie oder sowas. Kann man ein bisschen anfeuchten, dann tut man das ein bisschen auseinanderziehen und dann kann man das einfach über das Produkt drüber tun oder Tupper oder was auch immer. Das soll frisch halten. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich glaube, ich habe noch eins irgendwo rumliegen. Also das hatten wir schon mal. Das ist bis zu einem Jahr Garantie. Kann man auch, wie gesagt, öfters verwenden. Ich weiß nicht. Man darf aber kein Fisch, kein Fleisch, keine Ananas und nichts Warmes reinpacken. Okay. Ja. Finde ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht. Ich kann mit dem halt nichts anfangen. Stell es mal dahin. Es wird bei mir auch weitergehen. Für 5,90 €. Na gut, wenn man jetzt aber keine Dings mehr braucht, keine Frischhaltefolie, Alufolie, dann für eine längere Zeit, man hat vielleicht ein paar von denen, spart man schon Geld. Ne? So, jetzt schauen wir mal Weihnachten. Es weihnachtet sehr. 24, was haben wir hier drin? In der 24 haben wir von Fairtrade Original Mild Indonesien Krupuk mit Cassava from Java. Okay, was ist das? Wir haben hier so krokant und luftig, crunchy und light. Friables, leger, knusprig und luftig. Das sind so Chips oder was? So sieht das Ganze aus. Kosten 1,50 € sind 60 Gramm. Fairtrade Original revolutioniert die Krupuk Chips und stellt diese rein vegan her. Also Krabben, Chips ohne Krabben. Aber mit super viel Geschmack und noch mehr. Es werden ausschließlich 100% natürliche Zutaten verwendet. Auf jegliche Zusatzstoffe wird verzichtet. Okay. Alles klar. Ja, finde ich nicht schlecht. Kenne ich nicht. Sind bis Ende Januar haltbar. Nächstes Jahr. Mit Tapocia-Mehl. Okay. Sagt mir gar nichts. Aber gut. Ja, ist was, wo ich noch nicht kenne. Kann man mal ausprobieren. Ja. Nicht schlecht, aber es haut mich irgendwie nicht so um, muss ich sagen, für 24. Wir haben ja aber noch zwei Türchen. Jetzt machen wir mal die 25 auf. Und da haben wir von endlich mal ein Produkt von der Marke Nyseria, wo ja der Kalender ursprünglich auch herkommt. Ich muss sagen, es gibt von Nyseria so Schokodrops mit Mango Maracuja, die sind richtig lecker, so Kugeln. Hier haben wir jetzt, das sind so geröstete Kürbiskerne, umhüllt mit Zartbitterschokolade, Schokoseeds, die sind auch sehr, sehr lecker, schmecken mir richtig gut. Sind 40 Gramm drin. Bis nächstes Jahr September haltbar. 100% natürlicher Geschmack ist Zartbitterschokolade, das ist vegane Schokolade mit 62% Kakaoanteil, mit Kürbiskernen. Eine Geschmacksexplosion der knackigen Art, kosten 1,79 €, sind 40 Gramm drin. Und hier kann man auch noch mal was sparen, ist noch mal ein Rabatt dabei. Das finde ich dann okay, wenn Sie da so ein Produkt reintun und dann sagen, okay, wir haben hier noch einen Gutschein für dich, finde ich das in Ordnung. Aber nicht einfach nur jetzt so ein Gutschein. Ne? Also das finde ich okay. Da ist jetzt endlich mal ein Produkt drin von dem Kalender. Ich muss sagen, klar ist der vielleicht mit der Josephine oder wie die heißt, zusammengestellt. Aber da kommt gleich, wir kommen einfach gleich zum Fazit. Ne? So, in der 26, und das ist das letzte Türchen, haben wir von Paddy Protect Intensiv eine Pflegecreme für trockene, empfindliche Haut. Ist vegan, ohne Mikroplastik, mit Sheaöl, Sheabutter und Kokosöl. Das finde ich sehr schön. Das kann man fürs Kind oder auch für sich selber verwenden. Finde ich gut.
kostet 5,49 € und 75 Milliliter drin. Ist für die Haut, wo die Barrierefunktion einfach gestört ist. Ist eine vegane Formulierung. Ist extra für eine trockene und empfindliche Haut. Das finde ich gut. Das sind auch nicht günstig, diese Padding Protect Sachen. Da gibt es ja auch eine ganze Menge an Produkten. Da gibt es ja auch, glaube ich, Sonnencreme und sowas. Also zum Baden auch, ich glaube Shampoo und so. Die haben echt viel Auswahl. Das finde ich jetzt nicht schlecht. Dann kann man das einfach mal ausprobieren. Das finde ich ein gutes Produkt. So, Leute, kommen wir zum Fazit von diesem Kalender. Also ich muss sagen, wie ich schon jetzt öfters erwähnt habe, für den Preis von 100 € wäre ich enttäuscht, muss ich sagen. Finde ich nämlich, ist klar, es sind tolle Sachen dabei, die haben auch alle ihren Wert, das will ich gar nicht irgendwie jetzt schlecht reden oder so. Auch gerade vegane Produkte sind nicht günstig, ja, das weiß ich. Aber ich finde es auch gut, da kann man sich mal so ein bisschen durchprobieren, weil das sind Sachen, die hätte ich mir jetzt noch nicht gekauft. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie nicht viel mehr Produkte drin haben von der Marke Nysaria. Denn ich habe mir den ja gekauft, in der Hoffnung auch, dass ich Nysaria-Produkte da drin habe, um mich da ein bisschen durchzutesten. Klar, dass da noch ein bisschen Beauty dabei ist oder was zum Knabbern oder so, weil das eben in Zusammenarbeit mit der Josephine entstanden ist, ja, finde ich ja in Ordnung. Aber da war jetzt halt, wie gesagt, nur ein einziges Produkt von Nysaria drin, finde ich ein bisschen schade. An sich kein schlechter Kalender, muss ich jetzt auch sagen, ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Aber für mich persönlich, ich weiß nicht, ob ich mir den nochmal holen würde, für den Preis, also ich habe jetzt 30 € bezahlt, man hätte ihn aber auch für 20 € kriegen können, ist das natürlich ein Schnapper. Ja, da kann man auch mal gar nichts sagen. Für den Preis ist es in Ordnung, aber für 100 € wäre ich enttäuscht, muss ich echt sagen. Für 100 € finde ich es einfach zu viel, ja. Ist er mir jetzt nicht wert, deswegen ist es meine Meinung. Schreibt mir gerne mal, was ihr zu dem Kalender sagt, ob ihr euch den auch gekauft habt. Vielleicht habt ihr ihn ja auch schon ausgepackt und könnt mir was über euren Inhalt sagen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Genau, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem Kalender in die Kommentare. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, schaut gerne in die Infobox. Da habe ich einen Link zu meinem Profil. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, lasst euch nicht ärgern und bis dahin. Tschüss. Thank you.